Welcome to the Dog Festival. Willkommen beim Dog Festival. 欢迎光临 Dog Festival. Bienvenidos a Dog Festival. Добро дошли на Dog. Добро пожаловать на Dog Festival. Shut up! Rock'n'Roll High School. Erinnert ihr euch noch an eure Schulzeit? Markus, hast du die Hausaufgaben dabei? Nee. Die Erfahrungen, die jeder Einzelne von uns in seiner Schulzeit gemacht hat, sind auf der einen Seite wahnsinnig sehnsüchtig schöne Erinnerungen, in anderen Ecken aber auch Horror. Zum Kotzen, als würde man sich die Hölle auf Erden noch einmal vorstellen. Einige Schüler hatten es sogar so schwer, dass sie die Schulzeit gar nicht mehr zu Ende gemacht haben. Und jetzt, aus und vorbei, bei den Eltern wohnen, bis sie tot sind? So nicht, haben sich manche Schüler gedacht. Es geht um den Film Berlin Rebel High School. Es gibt unzählige Bildungseinrichtungen in Deutschland, doch kaum fällt eine so sehr aus dem Raster. Die Schule für Erwachsenenbildung, ESW, in Berlin-Kreuzberg. Diese ist ein basisdemokratisches Projekt und ist weder auf ein Direktorat noch auf einen Klassensprecher angewiesen. Auch Noten werden nicht vergeben. Ja, ihr habt richtig gehört, Noten werden auch nicht vergeben. Die Schüler bezahlen ihre Lehrer selbst und im 2-Wochen-Turnus wird über alle Entscheidungen abgestimmt. Gemeinsam, versteht sich. Es geht in erster Linie um die chronischen Schulabbrecher Alex, Lena, Haniel und Mimi auf ihrem Weg zum Abitur an einer Schule, die selbst Schule machen sollte. Bestes Weiterbildungsmaterial in Zeiten von PISA-Tests und regelmäßiger Panikmache unter Eltern. Berlin Rebel High School hat schon bereits eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis bekommen in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. Wenn ihr Bock habt, mal einen Einblick in die Alternative des normalen Schulalltags zu bekommen, dann geht ins Kino, schaut euch den Film an und viel Spaß damit.